Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Sabidu Handarbeitspodcast. Ich bin die Sabina und ich zeige euch hier, was ich in den letzten Wochen so gestrickt habe. Zuerst einmal möchte ich mich bei euch bedanken für all die vielen lieben Kommentare zu meinem letzten Video. Das war ja eine spezielle Folge, wo ich euch meine UFOs gezeigt habe. Das hat wirklich Spaß gemacht, auch diese Folge aufzunehmen, und es hat mich doch ein bisschen animiert, eben da auch was weiter zu stricken und mir halt zu überlegen, was ich jetzt mit diesen Sachen machen will, ob ich die eben weiter stricken möchte oder auftrennen werde und so weiter. Also ja, das war richtig für mich auch spannend und ja, hat sich jetzt so wirklich gelohnt, diese Folge aufzunehmen. Es kann sein, dass ich hier unterbrochen werde. Ich plane mir ja das immer so ein bisschen, wenn ich die Videos aufnehme, wenn ich halt Zeit dazu habe. Lustigerweise eben heute habe ich eigentlich Zeit, hat sich zuerst meine ältere Tochter gemeldet. Ah, du Mami! Bist du heute zu Hause? Ich habe frei. Und so, sie kommt also nachher vorbei. Da freue ich mich natürlich sehr darüber. Ich habe übrigens meine Haare vorhin noch gewaschen. Die sind jetzt also nicht ganz trocken, sind also noch feucht und nicht so fettig. Ich denke nämlich, im Video sieht das ungefähr gleich aus. ja, eben, ich hatte keine Zeit, um die Haare noch zu föhnen, weil sie eben nachher kommt. Und außerdem föhne ich meine Haare überhaupt nicht gerne. Also normalerweise mache ich das sowieso nicht. Ich lasse sie immer einfach so trocknen. Und dann eben, als ich jetzt parat war, um aufzunehmen, habe ich gesehen, dass sich meine jüngere Tochter noch gemolden hat via WhatsApp, ob wir vielleicht noch telefonieren können. Naja, also, sie ist, da habe ich gar nie was davon erzählt in den Videos, sie ist schon seit Monaten unterwegs, also im Moment in Australien. Und ja, wenn sie sich natürlich meldet und telefonieren möchte, dann ist ja klar, dass ich natürlich dann auch telefonieren möchte mit ihr. Also kann sein, dass sie jetzt halt dann irgendwann anruft und dann werde ich halt unterbrechen und irgendwann, wenn dann Zeit dafür ist, weiter aufnehmen. Aber ich habe gedacht, ich warte jetzt mal. Vielleicht ist sie schon wieder unterwegs und es passt gerade doch nicht und dann nehme ich doch lieber auf. Ich möchte euch eigentlich zuerst jetzt zeigen oder kurz so erzählen, was ich jetzt mit den UFOs mache. Weil ich habe nämlich tatsächlich eines der UFOs fertig gestrickt. Das ist der Pulli aus der ganz dünnen Wolle. Das hat mich dann wirklich gepackt und ich habe gedacht, den möchte ich wirklich sehr gerne haben. Und ja, ich nehme jetzt einfach zuerst den, um den fertig zu stricken. Also ich war ja irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau wo, irgendwo hier unten. Und ich musste einfach noch ein Stück stricken am Körper, was sehr lange gedauert hat, weil die Wolle wirklich super dünn ist. Also das ist eine Lace-Wolle von der Spinnwebstube. So sieht die Banderole aus. Die ist, heißt Twister Lace. Die Qualität ist 75% Schurwolle extra fein und 25% Seide und die hat eine Lauflänge von 600 Meter auf 100 Gramm. Ist also wirklich dünn. Ich habe da dann halt irgendwie so nach 2-3 Stunden Stricken so ein kleines Stückchen ja, mehr gestrickt da am Körper. Und ja, ich habe es jetzt aber geschafft. Dann war es ja noch so, dass ich da zwischendurch eine andere Nadel benutzt habe und das gab dann, also die gleiche Stärke, aber einfach eine andere Nadel. Auch es waren beides Metallnadeln, aber es hat
Das Maschenbild hat sich komplett verändert und war überhaupt nicht schön. Jetzt habe ich ja das gewaschen und ich war mir ja wegen dem auch nicht so ganz sicher, ob ich, ja, wenn man das nachher immer noch so sieht, ob ich den Pulli dann so schön finde oder nicht. Auf jeden Fall habe ich dann einen super Tipp bekommen von der lieben Eveline. Herzlichen Dank dir. Und ich wäre selber ehrlich gesagt gar nicht auf die Idee gekommen. Ich habe dann nämlich das unfertige Strickstück schon mal gewaschen, also halt einfach ins Wasserbad gelegt mit den Stricknadeln. Die habe ich gleich da dran gelassen. Und so habe ich dann gesehen, dass es wirklich also nicht mehr groß auffällt. Ein bisschen vielleicht, aber jetzt habe ich es ja schon zweimal quasi gewaschen, weil ich es dann eben am Schluss, als es fertig war, nochmals gewaschen habe. Da war nämlich der Unterschied vom Gewaschenen zum neu gestrickten, ungewaschen, war einfach recht heftig. Ja, und ja, darum habe ich jetzt eben das fertig gestrickt, weil es ja eben schön wurde. Und ich das ehrlich gesagt nicht hätte auftrennen wollen und dann nochmal neu was daraus stricken aus der dünnen Wolle. Wenn schon, hätte ich sie dann mit irgendeiner anderen Wolle zusammen verstrickt, also doppelt gehalten. Am Schluss, als am Bündchen unten, die Sonne scheint jetzt tatsächlich da irgendwie so blöd. Also ist ja schön, die Sonne scheint nicht blöd, aber es gibt ein bisschen dummes Licht von der Sonne. Also ich habe einen I-Cord als Abkettrand gemacht, kein Bündchen unten. Dann habe ich eben kurze Ärmel angestrickt. Kleinen Moment. Vielleicht kann ich das ein bisschen verbessern so. Mal schauen. Oder wo da die Sonne reinkommt. Immer noch gleich. Vielleicht hier. Hi. Ja, es geht nicht besser. Ja, nun, ist jetzt halt so. Also, ich wollte ja eigentlich eher etwas längere Ärmel anstricken, aber tatsächlich hat das da unten dann doch noch recht viel Wolle verbraucht und ich habe noch ein bisschen was übrig, aber ich hätte noch ein paar mehr Runden an den Ärmel stricken können, aber ich finde das dann eben nicht so schön. Also mir gefallen dann wirklich kurze Ärmel oder dann halt wirklich über, also 3/4 Ärmel oder so. Aber so, ich habe das auch schon bei einem Pulli gemacht, wo ich einfach die ganze Wolle aufstricken wollte und der ist dann so, ist dann ungefähr bis hier und das gefällt mir eigentlich gar nicht so gut. Dann habe ich jetzt lieber die Arme kurz gemacht und ich habe jetzt noch ein bisschen was übrig, denn der Halsausschnitt ist eher genug weit geworden, würde ich sagen. Also je nachdem stricke ich dann da noch was an und eben ein bisschen was habe ich ja dafür noch übrig, aber wirklich wenig. Ich habe da zwei Stränge, 200 Gramm Stränge von dieser Wolle verstrickt. Und habe eben ja einen ganzen Kurzarmpulli daraus bekommen. Ich habe einfach einen RVO gestrickt, also Raglan von oben, ohne Anleitung. Ja, einfach, also ich habe da, habe ich euch auch schon viele Male in den Videos erzählt, ich habe einfach früher mal so eine Anleitung. Die könnt ihr finden auf YouTube. Das ist eine kostenlose Anleitung von Melas Strickstube. Ich glaube aber, dass sie irgendwie ihren Kanal umbenannt hat oder irgendwie verschiedene Kanäle gemacht hat. Ich habe das früher immer wieder verlinkt in älteren Videos. Ihr könnt einfach suchen nach RagMela24. So heißt nämlich dieses Video. RagMela24, das ist das erste Video, wie man RVO strickt, einfach mit jeder Maschenprobe,
wie man sich das selber ausrechnen kann. Es gibt dann insgesamt 4 Videos und ich habe das halt einmal nach diesem Video gemacht und mir Notizen dazu gemacht und jetzt habe ich halt so eine Anleitung, die ich dann für alle Wollen, die ich so stricken möchte, verwenden kann. Die Wolle ist mega schön, diese, und so weich und oh. Ja, jetzt habe ich einen schönen Pulli für den Frühling, den ich dann vielleicht schon bald anziehen kann. Jetzt trage ich übrigens nach genau der gleichen Anleitung einen gestrickten Pulli, auch Raglan mit ein paar mehr Maschen da in der Raglan-Schräge. Das ist gestrickt, habe ich den aus der Plötuloppi, ein Faden Plötuloppi und ein Faden Titicaca zusammengehalten. Der Pulli ist wirklich super warm. Er ist kratzig, aber ich kann ihn gut tragen so, also es macht mir nichts aus. Am Anfang, wenn ich den anziehe, dann kratzt es ein bisschen mehr, aber dann, wenn ich den eine Weile getragen habe, dann hört das irgendwie auf und er wird halt warm, also nimmt die Körpertemperatur an und dann kratzt es eigentlich praktisch nicht mehr. Also mich jetzt. Ich weiß aber, es gibt viele, die sind empfindlich darauf und können so einen Pulli ganz bestimmt nicht tragen. Also auf jeden Fall nicht auf der Haut. Aber ich habe mich irgendwie daran gewöhnt. Früher konnte ich das auch nicht und jetzt macht es mir nicht mehr aus und ich trage sehr gerne solche Pullis. Und er ist halt wirklich schön warm. Also bei uns, wir haben ja Holz, wir heizen mit Holz und da ist halt nicht immer überall im Haus warm. Wir haben schon eine zusätzliche Gasheizung, die wir aber sehr sparsam einsetzen. Also nicht nur jetzt, das war auch früher schon immer so. Und wo wir können, heizen wir halt nur mit Holz. Und so kann ich eigentlich solche warmen Pullis zu Hause gut tragen. Aber ich denke, so in einer normal geheizten Wohnung ist das wahrscheinlich zu warm, würde ich jetzt mal sagen. So, dann, wollte ich euch ja noch sagen zu den UFOs. Also eben eines habe ich fertig gestrickt. Dann habe ich mich entschieden, das Tuch, also ich zeige euch das jetzt nicht nochmals, habe ich euch ja im letzten Video gezeigt. Das Tuch mit den Rüschen, mit dem Rüschenrand, das werde ich rippeln, weil ich aus dieser Wolle, das ist ja eigentlich ein Garn, Baumwollgarn, aus diesem Garn kann ich nämlich einen Ranunculus stricken, da passt die Menge, die ich habe, genau dafür und von dem Ranunculus habe ich viel mehr als von diesem Rüschentuch. Also den werde ich rippeln, das ist also dann auch weg. Und dann habe ich mich auch entschieden, den Hoodie in dem Patentmuster, den blauen, den werde ich auch rippeln, weil der ist mir einfach zu dick und zu schwer und zu auftragend irgendwie. Und den werde ich, also ja, etwas, das ich dann nicht wirklich tragen werde, möchte ich nicht fertig stricken. Also den werde ich auch auftrennen und die Wolle werde ich dann einzeln, ich habe die ja doppelt genommen, die Wolle werde ich einzeln nehmen für einen anderen Pulli. Und da freue ich mich auch drauf, sie ist nämlich wirklich eine mega schöne Wolle, die ich wirklich gut auch wieder verwenden kann. Dann habe ich ja noch den Pulli mit der Fjordwolle. Der da sich so, also die Wolle, die so selber mustert. Und da ist es so, also für mich werde ich den Pulli nicht fertig stricken, weil ich trage ihn definitiv nicht. Ich habe aber vor, jetzt meine Tochter, die dann nachher kommt, zu fragen, ob ihr der Pulli gefallen würde. Falls ja, würde ich ihn für sie fertig stricken. Falls nicht, und ich habe mir noch andere überlegt, aber ich glaube nicht, dass jemand anders aus meiner Familie so den tragen würde. Glaube ich jetzt eher nicht. Vielleicht frage ich noch an 2-3 anderen Stellen.
Und aber ansonsten, wenn niemand den haben möchte, also jetzt aus meinem nahen Umfeld, dann habe ich einen Kontakt bekommen, wo ich den hinschicken könnte, so unfertig wie er jetzt ist. Das wäre dann eben für einen guten Zweck und sie könnte dann diese Wolle an eine Frau weitergeben, also die Wolle inklusive dem Pulli. Und je nachdem würde diese Frau dann den Pulli fertig stricken oder sie würde ihn halt auftrennen und die Wolle für was anderes benutzen. Also das fände ich jetzt auch eine ganz schöne Lösung für diesen Pulli. Genau, also so oder so wird er irgendwie weiterverwendet oder eben auch die Wolle. Aber ich für mich würde ihn jetzt nicht fertig stricken, weil ich weiß, dass ich den nicht. Er gefällt mir einfach nicht mehr für mich. Okay, also das heißt, ich hatte ja 7 UFOs, also Strick-UFOs, über die Näh-UFOs sprechen wir jetzt gerade nicht. Und da sind jetzt 3 oder eigentlich 4 sozusagen von denen schon weg. Entweder fertig gestrickt oder verschenken oder eben trotzdem fertig stricken oder aufrippeln. Dann habe ich also nachher nur noch 3. Haha, das ist doch gar nicht schlecht, oder? Ja. Und das ist schon lustig, nur wegen dieser UFO-Folge. Weil vorher, also ja, die haben mich ja nicht irgendwie großartig belastet oder so. Die UFOs sind jetzt auch nicht, weiß ich nicht, wie viele. Aber wenn die einfach weg sind, finde ich sie ja natürlich schon sehr gut, muss ich sagen. Also, dann zeige ich euch, was ich sonst noch so gestrickt habe. Ich habe nämlich noch was Fertiges, was ja übrigens eigentlich auch mal ein UFO war, das an dem ich dann wieder weiter gestrickt habe. Und zwar ist das dieses schöne Tuch. Das habe ich nämlich auch irgendwie vor 3 Jahren oder so mal begonnen und da habe aber eben gar nicht weit gestrickt gehabt. Und das habt ihr ja dann auch gesehen in den letzten Videos. Ja, das habe ich jetzt auch fertig gemacht und ich finde es mega schön. Die Größe finde ich perfekt, um sich das so umzulegen. Und eben diese Größe Tücher, die finde ich einfach super. Die kann ich wirklich gut so um den Hals als Tücher, als richtiges Tuch tragen. Ist dann hier sind die Bändel auch nicht allzu lange, aber man könnte sie trotzdem so zuknöpfen und dann kann man auch gut eine Jacke drüber tragen und man hat hier nicht so ein Riesenteil um den Hals wie halt bei vielen Tüchern. Und für mich sind eigentlich die größeren Tücher, die sind wirklich die lege ich mir über die Schultern, was ich auch sehr, sehr gerne mag, aber halt nicht für ein Tuch um den Hals. Das ist mir dann zu viel Stoff darum herum. Ja, also das Tuch, die Anleitung dazu, die ist von Ducati und heißt Indigo Girl. Da strickt man eben so ein schönes Zopfmuster am Rand. Es gibt so eine Art I-Cord-Rand, den man da gleich mit anstrickt. Und man strickt auch so eine richtige Form quasi da im Tuch hinein. So wie ihr seht, ist das da so gebogen. Und irgendwo ist ja eben der Fehler, den ich mal, ich glaube, hier sieht man ihn gerade. Da müsste eigentlich da sein. Der Fehler, den ich mal während des Videodrehens entdeckt habe, aber ehrlich gesagt stört mich der jetzt überhaupt nicht mehr. Ich muss ihn ja eigentlich suchen, wenn ich ihn sehen will. Und ja, ich trage es genauso gern so mit, auch mit dem Fehler. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Das habe ich auch schon gewaschen und die Wolle ist wirklich schön weich, also ich finde sie sehr angenehm, auch jetzt so zum am Hals tragen. Übrigens ist es die gleiche Wolle wie eben von dem Hoodie, den ich auftrennen werde.
Das ist eine Schachenmeier Krönchen Wolle Merino Jack. Was hat die? Also 400 Meter auf 100 Gramm und sind 58% Wolle, 28% Polyamid und 14% Jack. Und da habe ich eben von dieser Wolle habe ich einige Farben noch, auch zum Teil Einzelknäuel und so, ja. Also da werde ich sicher mal wieder was draus machen. Ah ja, das ist, also ich weiß nicht, ob die Farbe richtig rüberkommt. Es ist eigentlich so ein Mint und ist die Farbe Nummer 7513. Also noch was Fertiges, worüber ich mich sehr freue. Dann habe ich weiter gestrickt an meiner Jacke. Die habt ihr das letzte Mal auch schon gesehen. Jetzt habe ich sogar an den Bügel gedacht. Weil ich glaube, man kann sie dann so wirklich besser zeigen. Also, so sieht die aus. Wie ihr seht, habe ich da am Körper ein ganzes Stück weiter gestrickt. Das letzte Mal war ich irgendwo da oben, wo, nachdem ich so die Ärmel abgeteilt habe. Oder wie war jetzt das? Ja, da war ich ungefähr. Aber das ist ja eine ganz andere Konstruktion. Man hat eigentlich nicht wirklich die Ärmel abgeteilt, mein Gott, sondern man hat quasi die Vorderteile einzeln so weit runter gestrickt, das Rückenteil auch und eben da, als man dann da an diesem Punkt angekommen war, hat man das halt alles zusammengefügt zu einer langen Reihe quasi. Den Kragen, den strickt man auch gleich mit an. Man beginnt hier oben in der Mitte des Kragens und strickt dann zuerst den Kragen auf beide Seiten. Dann, also ehrlich gesagt, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr ganz genau, wie man das dann macht. Das habe ich euch im letzten Video erzählt. Man beginnt irgendwie hier, dann nimmt man... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ihr müsst im letzten Video schauen. Es ist nicht schwierig, es ist alles gut beschrieben in der Anleitung. Ja, also es geht super zum Stricken. Aber man muss halt die Maschen aufnehmen, wieder nochmals neu anschlagen. Ah ja, ja, jetzt weiß ich es wieder. Man nimmt hier die unteren Maschen, man hat ja zuerst so gestrickt, dann nimmt man die unteren Maschen auf und schlägt zusätzlich diese Maschen mit an und dann strickt man quasi das Rückenteil so runter und anschließend macht man dann beim das Vorderteil strickt man dann nimmt man hier wieder Maschen auf aus dem Anschlag vom Rückenteil plus diese Maschen da, die ja da quasi so stillgelegt waren und so kann man über dieses Teil, über, also den, die Blende und die anderen Maschen vom Vorderteil, kann man dann so gerade runterstricken. So war es, genau. Also die Wolle, die ich dafür verwende, die ist mega schön. Und zwar ist das diese Wolle hier. Habe ich noch einen gewickelten Strang. Der ist... Jetzt muss ich gerade schauen, ob ich das Zettelchen noch hier habe. Ja, genau, von der Zusammensetzung. Also, die Wolle ist von Karos Fadenreich und die Färbung heißt Rauhnächte. Und ich habe es genau in dieser Zeit auch angestrickt. Dieses Jahr gekauft habe ich es ein Jahr zuvor. Das ist eine 100% Merino-Wolle extra fein, Superwash. Und es sind 360 Meter auf 100 Gramm. Und die Wolle ist wirklich ganz weich, wenn ihr hier sehen könnt. Es ist ein Singlegarn. Und ich habe dazu
dieses Mohair von Ito Sensei genommen. Das ist, oh, das sieht man fast nicht. Also ich, ah doch, die Farbe heißt Silver und hat die Nummer 344. Sehr weiches, wirklich sehr schönes Mohair, muss ich sagen. Und eben diese beiden zusammengehalten, die ergeben das schöne Gestrick. Also ich finde die Farbe super schön. Ich habe jetzt auch keine Knäuel irgendwie zusammen verstrickt, also abwechselnd, sondern ich stricke einfach einen Strang nach dem anderen, weil ja jetzt mit dem Mohair zusammengehalten finde ich das ein bisschen mühsam und ich finde jetzt auch, also das ist, wird so mega schön, das ist jetzt irgendwie nicht, sieht man jetzt nicht wirklich, wo man einen neuen, wo ich einen neuen Strang angefangen habe. Ich stricke jetzt da zuerst die Ärmel. Ich habe da einfach so weit gestrickt, bis wieder ein Knäuel fertig war. Den Rest habe ich mir da hingesteckt. Und jetzt stricke ich zuerst die Ärmel, damit ich dann sehe, wie viel Wolle ich übrig habe für den Rumpf. Also ich habe noch einen ganzen Strang und der ist ja auch noch fast ganz. Da habe ich jetzt erst das kleine Stück von einem Ärmel gestrickt. Also ich habe sowieso genug Wolle. Ich hatte 5 Stränge. Das war so ein Set gleich zusammen mit 5 Strängen, aus dem man dann eben gut so ein Oberteil stricken kann. Da bin ich ja, ist das schon relativ weit unten. Das gibt so eine überschnittene Schulter. Und ja, sozusagen, so gesehen wird dann eben der Ärmel gar nicht mehr so lange. Und dadurch wird natürlich auch die ganze Jacke eher weit. Und sie bleibt offen, also es gibt, da kommen keine Knöpfe ran und das gibt halt so eine schöne, kuschelige Jacke, in die man sich so einwickeln kann. Ja, da freue ich mich sehr darauf, macht auch Spaß daran zu stricken. Habe ich mir das hier, ah ja, die Anleitung, hä? Hätte ich fast vergessen. Und ich glaube, ich habe mir da gar nicht hingeschrieben, mit welchen Nadeln ich da stricke. Also ich nehme an, es ist, sind 4 Nadeln. Aber ich sehe es eben auf den Nadeln nicht. Ach, jetzt habe ich gerade gedacht, wieso sind da gar keine Nadeln drin? Weil ich es eben erst anprobiert habe. Ich stricke nämlich schon da, aber ich habe da eben ein Scooby-Doo-Band eingezogen, damit es ein bisschen weiter wird und ich es gut anprobieren kann. Damit ich gemerkt habe, also damit ich feststellen konnte, ist der Ärmel eher weit, also muss ich Abnahmen machen oder nicht. In der Anleitung sind eigentlich Abnahmen drin. Und, aber ich mache es ja sowieso anders als die Anleitung. Ich stricke hier glatt rechts. Der Ärmel wäre eigentlich in diesem Muster gestrickt. Ich stricke ihn aber glatt rechts und dann einfach ein relativ langes Bündchen in diesem Muster. Ich stricke auch hier glatt rechts, obwohl da eigentlich ein Muster laut Anleitung gestrickt werden würde. Was ich auch ausprobiert habe, das könnt ihr sonst im letzten Video nachschauen, wenn euch das interessiert, aber es hat mir eben nicht gefallen. Das ist die Anleitung. So sieht die Jacke aus. Eben vielleicht seht ihr das, man sieht es nicht so gut. Dieser Teil der Jacke ist eigentlich die ganze Jacke in einem Muster gestrickt und eben die ganzen Ärmel wären so mit 2 rechts, 2 links. Die Anleitung heißt Kerry. Keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Und sie ist von, das habe ich schon mal so gesucht, ah ja, Marie Amélie Designs. Ich glaube, dass es Französisch ist. Aber ob das, das glaube ich jetzt nicht, dass das Französisch ist. ja, und die Scooby-Doo-Bänder. Ich habe tatsächlich noch mehr Scooby-Doo-Bänder geschenkt bekommen. Also ganz lieben Dank. Ich habe tatsächlich dann von zwei Leuten noch Scooby-Doo-Bänder
einmal mitgebracht bekommen, vielen Dank, und einmal zugeschickt bekommen, sogar aus Österreich. Also ich habe mich wirklich super, super darüber gefreut. Und ich habe jetzt wirklich genug von den Bändern, sodass ich die eben auch für solche Sachen wie Ärmelmaschen stilllegen oder so verwenden kann. Ich hatte vorher ja nur 2 Stück und die habe ich dann eben immer nur genommen, wenn ich was anprobieren wollte oder so. Genau. Also da wirklich ganz lieben Dank. Ich habe mich super darüber gefreut. So, jetzt muss ich schnell Pause machen. So. Weiter geht's. Mit immer mehr Sonne. Oh je. Aber ist ja eigentlich richtig schön, oder? Also, ich habe an meiner Decke weiter gestrickt. Das sind alle Patches, die ich bis jetzt gestrickt habe. Ich zeige euch einfach mal ein ganzes. So sehen die aus. Was kann ich eigentlich? Ich bin jetzt gerade abgelegt worden, eben zwischendurch mit Hin- und Herschreiben mit meiner Auslandstochter, sagen wir es mal so. Ja, wir telefonieren ein bisschen später. Und ja, aber ich merke jetzt richtig, dass ich so abgelenkt war. Aber ich komme da schon wieder rein, würde ich sagen. Also. Die Decke, die stricke ich eben aus diesen Farben, die seht ihr ja hier eigentlich. Und kam schon wieder eine Nachricht. Oh mein Gott. Also normalerweise, wenn ich das Video aufnehme, dann schalte ich mein WLAN aus und dann sehe ich nicht, wer alles schreibt und so weiter. Das ist eigentlich viel besser. Habe ich jetzt ausnahmsweise eingeschalten gelassen, eben wegen meiner Tochter. Naja, jetzt muss ich halt mit dieser Ablenkung klarkommen. Also ich habe hier die verschiedenen Farben. Ich stricke das aus dieser Wolle. Supra heißt die Qualität. Von Jakob Wolle. Das ist 100% Schurwolle, Superwash und 50 Gramm sind 125 Meter. Ich habe mal die gestern mal so hingelegt. Ich habe bis jetzt 12 Stück. Ich habe mir die so hingelegt und ein bisschen arrangiert und ich habe ein Foto gemacht, das füge ich euch jetzt hier ein, weil ich kann es ja jetzt nicht wirklich so zeigen im Video. Und das sieht dann schon, glaube ich, sehr schön aus. Ich werde jetzt aber doch noch einige mehr stricken, bis ich die mal anfange zusammen zu häkeln, weil es ist wirklich, man muss ein bisschen überlegen, wie man die dann hinlegt, damit das immer aufgeht mit den Farben. Es werden dann am Rand, ich kann euch ja mal noch ein Bild zeigen von der Decke, am Rand werden halbe Quadrate gestrickt. Also so sieht die jetzt in Farbe aus. Dann strickt man eben hier noch halbe Quadrate, um quasi den Rand so aufzufüllen. Und die solche habe ich bis jetzt noch keine gestrickt, weil ich eben zuerst schauen möchte, wie kommen die hin und in welcher Farbe müssen dann diese halben sein. Damit einfach, man muss irgendwie aufpassen, wenn man jetzt nicht so viele verschiedene Farben hat, muss man aufpassen, damit nie zwei gleiche nebeneinander liegen. Ja, ich muss ja sowieso noch viele, viele stricken, weil ich eigentlich eine große Decke machen möchte. Es macht aber super Spaß, die zu stricken. Ich habe mir so vorgenommen, dass ich jede Woche 2 Stück stricke und da bin ich also sehr gut dabei. Ich habe die übrigens alle schon gewaschen und die werden ganz schön. Die sind zuerst nach dem Stricken so ein bisschen krumpelig. Wenn man sie dann aber wäscht, also ich lege sie nur ins Wasserbad mit Wohlwaschmittel, dann spüle ich sie ein bisschen aus, nicht mal so richtig. Und ich trockne sie dann, ich lege sie einfach nur so hin. Also ich nehme halt die Feuchtigkeit mit einem Frottetuch raus und dann lege ich sie einfach so flach hin zum Trocknen.
Und das geht wunderbar und sie werden wirklich ganz, ganz schön. Und ich spanne die also nicht. Eigentlich spanne ich gar nie was, was ich stricke. Ich lege es einfach nur immer so gerade hin. Das reicht von mir aus gesehen vollkommen. Die Anleitung dazu, die ist von Tin Can Knits auf Englisch über Ravelry. Bekommt man die. Und ich habe jetzt gerade kurz überlegt, wahrscheinlich mache ich doch einen neuen Blogbeitrag, wo ich euch die Sachen verlinke. Und ich verlinke euch ja immer unter dem Video den Blogbeitrag. Manchmal den gleichen wie vom letzten Video, weil es immer wieder die gleichen Sachen sind, die ich zeige. Ja, mal schauen. Vielleicht nehme ich den vom letzten Video und füge einfach noch etwas hinzu, was ich nämlich neu angestrickt habe. Da habe ich doch auch ein neues Projekt. Ja, also diese Decke, die stricken wir in einer kleinen Gruppe, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen bei anderen, in anderen Videos. Genau. Ja, es ist wirklich toll. Ich habe Spaß daran, die zu stricken. Und ich finde, es ist ein super Projekt für einen Abend. So vor dem Fernseher kann man die eigentlich gut stricken, auch wenn es so Muster ist. Und man muss halt, es ist was, wo man ein bisschen überlegen muss, aber so, man strickt die ja immer wieder und dann reicht ein kurzer Blick auf die Anleitung, was jetzt kommt. Ah, okay. Ja, und dann geht das wirklich sehr gut so neben dem Fernsehschauen. Ja, also das sind eigentlich alle Sachen, an denen ich gestrickt habe. Ah nein, stimmt ja gar nicht. Ich habe da ja noch was ihr auch schon gesehen habt. Halt nicht allzu spannend, das ist einfach noch eine Socke. An dieser Socke habe ich weiter gestrickt. Ich glaube, das letzte Mal war ich gerade so an der Ferse am Stricken. Hoppla. Da ist jetzt nicht allzu viel passiert, weil ich das eben nur auf der Arbeit in der Mittagspause daran stricke. Und sonst habe ich gar nie daran gestrickt. Und die Wolle ist diese Wolle hier. Es ist eine normale Sockenwollzusammensetzung, aber sie hat ist ein bisschen dicker. Es sind 350 Meter auf 100 Gramm. Ich stricke sie aber ganz normal, so wie ich auch sonst Socken stricke, also mit der normalen Maschenanzahl und 2,75er Nadeln. Das ist eigentlich meine bevorzugte Stärke für Socken. Dann eben habe ich noch was Neues angeschlagen. Und zwar ist das lustigerweise etwas, wo ich ja ehrlich gesagt gedacht habe, also das brauche ich jetzt nicht auch noch. Ja, wie ihr seht, wenn ich euch das zeige, wisst ihr wahrscheinlich schon alle, was das ist oder was das werden wird dann, wenn es dann mal groß ist. Ja, natürlich, es ist der Colding und ich muss ja sagen, dieses Tuch habe ich ja schon so viel mal, also in Videos gesehen oder auf Instagram und so und ich habe dann eigentlich immer gedacht, also ich brauche so ein Tuch nicht. Ich habe auch gedacht, die Form ist irgendwie blöd oder so. Also habe ich wirklich gedacht. Dann habe ich eben kürzlich so ein Tuch in echt gesehen. Und ich muss sagen, wow, ich war sowas von begeistert. Ich fand es so toll. Und ich konnte es auch anprobieren. Es war also die Form, alles super, die Größe. Einfach genial und ich habe gedacht, oh, ich brauche so ein Tuch, unbedingt. Oh Mann, so geht es manchmal einfach. Und ich habe mir dann wirklich die gleiche Wolle bestellt, eine andere Farbe einfach, wie eben das Tuch, aus dem das Tuch gestrickt war, das ich eben gesehen habe.
Und das, zwar ist das diese Wolle, Silky Lace von Katia. So schaut die Banderole aus. Oh je. Also die Farben, das Licht ist heute leider nicht gut. Man denkt ja immer, wenn die Sonne scheint, dann ist das Licht besser, aber es ist leider nicht so. Also die Farbe ist so ein Braun mit leichtem Graustich, würde ich sagen. Also genau meins von den Farben her. Das ist die Farbnummer 150. Genau. Es ist eine ganz weiche Wolle. Sie ist 80% Wolle und 20% Seide. Also wirklich super angenehm und super weich und ja, sehr, sehr schön. Also, und es macht auch wirklich Spaß, daran zu stricken, muss ich also sagen, weil doch immer ein bisschen was passiert. Ich weiß zwar, es kommt dann nach diesem Teil, wenn die quasi da in der Mitte zusammenkommen, also dieses Rippenmuster, dann kommt dann Patent. Und ich glaube, der Patentteil braucht dann ein bisschen Ausdauer. Aber ich muss sagen, also bis jetzt ist es wirklich perfekt. Also mega schön zum Stricken. Die Wolle ist super schön, ja. Und ich habe da meine ganz schönen Maschenmarkierer drin. Ah ja, den Rand wollte ich noch sagen. Den Rand mache ich anders als in der Anleitung. Nämlich ich mache einfach einen I-Cord-Rand. Also ich mache den gleichen Rand wie bei dem Tuch von Ducati, weil ich den einfach mega schön finde und auch angenehm zu stricken. Und es gibt so ein bisschen eine Festigkeit da am Rand. In der Anleitung wäre irgend so ein Rand mit einem Löchli-Muster drin, was natürlich auch zum Tuch passt, weil ja auch da überall wieder mal ein paar Löcher drin sind. Aber ich fand erstens mal den Rand schöner und eben auch angenehmer zu stricken, weil man da nicht schauen muss, in welcher Reihe man ist. Genau, also doch noch was Neues angeschlagen seit dem letzten Mal. Ja, also, dann möchte ich euch, was habe ich jetzt hier? Ah. Weiß ich jetzt gar nicht. Irgendeine Anleitung, die brauche ich aber, glaube ich, jetzt nicht. Also, ich möchte euch noch etwas zu unserem Knit-Along sagen. Nämlich, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, in dem letzten Video, das ich zusammen mit der Susanne aufgenommen habe, also mein vorletztes Video sozusagen, machen wir ja zusammen einen Knit-Along, Susanne und ich. Wir stricken zusammen den Dingley Dell. Diesen Pulli hier von Isabel Krämer ist das eine Anleitung, die es also auch auf Deutsch gibt. Und wir beginnen am Mittwoch mit dem Stricken, also am 1. Februar. Wir haben dazu eine WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr mir oder auch der Susanne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse steht unter dem Video verlinkt. Also nein, nicht verlinkt. Sie steht einfach unter dem Video. Oh mein Gott. Und ihr könnt eine E-Mail schreiben und dann füge ich euch der Gruppe hinzu. Mit den E-Mails, also ich schaue sicher einmal im Tag, aber meistens ist es halt dann erst irgendwann abends in das E-Mail-Postfach rein und ich kann euch halt dann erst dann einfügen. Also es kann sein, dass es ein bisschen dauert. Es geht nicht so sofort, weil ich da dieses Mail eben nicht auf dem Handy sehe. Das ist eine separate E-Mail-Adresse nur für den Videokanal und ich schaue da nicht immer wieder rein. Und ja, ich bin halt tagsüber meistens am Arbeiten und dann kann ich das halt nicht sofort machen.
Ja, genau. Also der Knit Along, der startet eben am 1. Februar. Also ihr könnt natürlich auch später starten oder später einsteigen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben uns überlegt, dass wir bis Ende Mai der Knit Along dauert. Und alle, die dann einen fertigen Pulli haben, die können dann an einer Verlosung teilnehmen, wo wir beide noch eine Projekttasche nähen werden, die ihr dann eben gewinnen könnt. Aber dazu dann halt später mehr. Das geht jetzt ja noch ein paar Monate, bis das soweit ist. Was ich noch, also Susanne hat, ich habe heute Morgen das neueste Video von Susanne geschaut. Vom Aargauer Strickliesel. Sie hat wirklich ganz schön noch ein paar Dinge zum Knit Along gesagt. Und ja, ich möchte das jetzt hier nicht alles nochmals irgendwie wiederholen. Was ich einfach noch von mir so dazu fügen möchte, also irgendwie dazu sagen möchte, was eigentlich ein Knit Along ist und was es eben nicht ist. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe ja davor schon den Ranunculus Knit Along habe ich quasi organisiert und haben wir zusammen den Ranunculus gestrickt. Der Knit Along ist aber vorbei, weil da bekomme ich auch immer mal wieder doch noch Anfragen, ob man da noch einsteigen kann. Das war irgendwie halt ein spezieller Knit Along, weil ich nämlich da angeboten habe, euch zu begleiten beim Stricken einer englischen Anleitung. Halt für alle, die das noch nie gemacht haben. Und das hat ja dann halt wirklich bedeutet, dass ich euch alle möglichen Fragen beantwortet habe. Also nicht nur ich, sondern auch zum Glück diverse andere haben sich daran beteiligt am Beantworten der Fragen. Das ist aber etwas, das ist in einem Knit Along nicht üblich. Also ein Knit Along ist einfach ein Ort oder so, wo man zusammen strickt. Also jeder strickt für sich irgendetwas, was man halt vorher bespricht, was. Also alle stricken eigentlich das Gleiche und der Knit Along besteht eigentlich dann darin, dass man sich darüber austauscht. Es ist aber kein Strickkurs oder so. Also wir, die den Knit Along veranstalten, wir sind nicht eure Lehrerinnen und wir bieten das auch nicht an. Also man muss schon in der Lage sein, einfach nach einer Anleitung zu stricken. Natürlich ist ja klar, wenn man irgendwelche Fragen hat, kann man die darin stellen. Aber das müssen dann halt wirklich Fragen sein, nicht irgendwas, was man einfach in der Anleitung selber nachlesen kann. Weil da sind wir nicht bereit, einfach alles zu beantworten. Ja, wir setzen das eigentlich voraus, dass man einfach nach einer Anleitung stricken kann, dass man die lesen kann. Es ist ja alles auf Deutsch. Ja, das übersteigt einfach unsere Kapazität. Und auch, es ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck von einem Knit Along, sondern da ist einfach der Zweck, dass man Spaß hat, zusammen was zu stricken. Und wenn ihr in die Gruppe kommt, dann müsst ihr also in die WhatsApp-Gruppe kommen, dann müsst ihr einfach wissen, da sind jetzt gut 120 Leute dabei und das sind natürlich x Nachrichten pro Tag, die da dann kommen. Wenn euch das zu viel ist, dann könnt ihr natürlich gerade so gut über Instagram einfach teilnehmen. Wir haben ein Hashtag, den schreibe ich euch hier auch noch hin, Sasukal2023. Und über diesen Hashtag könnt ihr auf Instagram euch auch mit anderen verbinden, die da quasi mitstricken. Wichtig ist aber dazu, muss ich sagen, dass ihr ein öffentliches Profil habt. Wenn ihr ein privates Profil habt, dann sehen alle anderen, die diesen Hashtag
nach diesem Hashtag quasi suchen, die sehen eure Beiträge dann nicht. Also das ist eigentlich dann schon Voraussetzung, dass man ein öffentliches Profil hat, wenn man halt von den anderen dann gefunden werden möchte. Und im Gleichen seht ihr natürlich auch nur alle diese, die ein öffentliches Profil haben. Genau, also das so viel dazu zum Knit-Along. Eben, wir starten am Mittwoch. Ich habe euch im letzten Video eigentlich schon Wolle gezeigt. Ich habe mich aber umentschieden. Ich nehme andere Wolle, weil mir nämlich die Maschenprobe, als ich die beiden Farben zusammen verstrickt habe, hat mir einfach nicht gefallen. Voll komisch. Ich habe immer gedacht, ja, die ist voll schön zusammen. Aber es hat mir nicht gefallen und ich habe mich jetzt umentschieden. Allerdings zeige ich euch jetzt die Wolle hier nicht auch noch. Seht ihr dann beim nächsten Video, wenn ich angestrickt habe. Weil ich nämlich immer noch nicht 100% sicher bin, ob ich die oder die nehmen will. Ja, manchmal habe ich da ein kleines Problem, mich zu entscheiden. Also ja, ich habe noch zwei Varianten und eine von beiden wird es dann werden. Glücklicherweise habe ich genau die richtige Maschenprobe mit diesen mit beiden diesen Wollen. Also eines ist Wolle und das andere ist Garn. Also die stimmt überein. Das ist jetzt eigentlich Zufall, aber ja, von daher auch natürlich gut. Trotzdem möchte ich euch noch ein kurzes Rechenbeispiel geben, wie ich, wenn jetzt meine Maschenprobe nicht stimmt, was oft der Fall ist, weil ich eher enger stricke, also fester stricke, als viele Designer, stimmt bei mir oftmals die Maschenprobe nicht. Da möchte ich euch ein Beispiel geben, wie ich mir das dann ausrechne, was ich dann stricken muss quasi, damit der Pulli dann schlussendlich doch passt. Ich habe ja den Dingley Dell schon mal gestrickt und da habe ich eben eine andere Maschenprobe gehabt und das habe ich mir damals schon aufgeschrieben natürlich. Und ich habe jetzt mir da noch ein paar Notizen mehr gemacht, sodass ich euch das anhand von diesem Beispiel zeigen kann, wie ich das mache. Also, natürlich muss man dazu eine Maschenprobe stricken. Ich muss aber gestehen, ich stricke die nie 10 cm hoch, sondern ich schaue einfach nur die Maschenprobe nach der Breite an, wie viele Maschen ich habe. Und das in der Höhe, das ergibt sich dann beim Stricken, kann ich dann irgendwie mal nachmessen beim Strick während des Strickens. Aber im Normalfall passt das dann also bei mir schon. Und es ist ja eh so, solche Dinge, die passe ich mir während des Strickens an. Also zum Beispiel jetzt diese Länge hier jetzt bei einem Raglan. Nachher beim Dingley Dell ist es halt so die Länge. Die mache ich nie einfach nur nach Anleitung, also ich verlasse mich nie nur auf die Maße einer Anleitung, sondern ich probiere das immer an, wirklich immer. Und so gesehen spielt für mich die Höhe der Maschenprobe jetzt nicht wirklich eine große Rolle. Also, ich mache die Maschenprobe und in meinem Fall war jetzt für den anderen Dingley Dell waren das 28 Maschen auf 10 cm. Das, was in der Anleitung vorgesehen ist, sind 24 Maschen. Das heißt, ich habe also 4 Maschen pro 10 cm mehr, als gefordert sind. Das muss ich nicht unbedingt in meiner Rechnung berücksichtigen. Ich kann mir aber so ziemlich einfach ausrechnen, welche Größe ich ungefähr stricken muss. Wie ich es aber genau ausrechne, sage ich euch zuerst. Nämlich, mein Brustumfang sind ungefähr 105 cm. In der Anleitung gibt es jetzt eine Größe mit 103,5 und eine mit 110. Dann würde ich für mich jetzt aus Erfahrung eher nach den Maßen der Größe für 103,5 gehen, weil für mich ist es jetzt so, dass ich eigentlich oben da bei den Schultern und so weiter brauche ich eher eine kleinere Größe. Ich einfach oben für den ganzen Teil eher dann unten am Körper
brauche ich es dann etwas weiter. Aber da oben rum eben nicht. Darum gehe ich eher auf die kleinere als auf die größere Größe. Das heißt, das wäre die Größe 3. Wenn ich jetzt aber natürlich 28 Maschen habe, kann ich ja nicht nach der Größe 3 stricken, weil das dann viel zu klein wird. Das ist ja eigentlich klar. Das heißt, ich rechne mir jetzt per Dreisatz aus, wie viele Maschen ich für meinen Brustumfang benötigen würde. Also das heißt, ich habe, also bei mir sind 10 cm 28 Maschen. Ich brauche da 105 cm, mein Brustumfang, und da rechne ich mir aus mit dem Dreisatz, das sind dann 294 Maschen. Jetzt gehe ich in der Anleitung, suche ich mir das heraus. Das ist natürlich eine Zahl, die man in einer Anleitung suchen muss, weil das steht ja nicht irgendwo am Anfang da. Ich suche mir also in der Anleitung heraus, welche Größe von der Anleitung hat ungefähr 294 Maschen. Da, wo der Brustumfang ist. Das heißt, in dieser Anleitung ist es jetzt quasi da, wo die Maschen für den V-Ausschnitt zusammengestrickt werden. Also da, wo zur Runde zusammengeschlossen wird. Dann sind nämlich gerade kurz vorher die Ärmel schon abgeteilt in dieser Anleitung. In einer anderen Anleitung wäre es direkt, nachdem ich quasi die Maschen, die Ärmelmaschen abgeteilt habe. Dann habe ich ja die Maschen vom Brustumfang. Und in dieser Anleitung ist es eben jetzt da, wo zusammengeschlossen wird zur Runde, weil da die Ärmel schon abgeteilt sind. Da steht dann, wie viele Maschen hat das Vorderteil und wie viele Maschen das Rückenteil. Also es sind gleich viele Maschen. Und die muss ich dann halt zusammenzählen und dann weiß ich, da muss man dann halt schauen, bei welcher Größe, weil das ja für jede Größe anders ist. Dann habe ich herausgefunden, dass die Größe 6 hat 300 Maschen rundherum. Und für mich, ich müsste ja 291 oder wo habe ich 294 Maschen haben, also würde ich jetzt nach dieser Größe 6, die 300 Maschen hat, auf ein paar Maschen mehr oder weniger, kommt sie jetzt nicht so mega drauf an, finde ich. Und dann würde ich jetzt also diese Anleitung nach der Größe 6 stricken. Für mich ist das so die einfachste Variante. Wenn ich jetzt aber natürlich eine kleine Größe habe, Größe S oder so, dann würde das natürlich bedeuten, dass ich nicht mit einer dickeren Wolle stricken kann, als in der Anleitung vorgegeben ist. Also ich muss dann ja schauen, dass meine Maschenprobe entweder stimmt oder dann, wenn schon die Wolle dünner ist und ich mehr Maschen habe, dann kann ich so ausrechnen. Genau das gleiche ist, wenn ich irgendwie eine, ich weiß nicht, je nachdem, halt an der oberen Grenze 2 oder 3 oder XL oder so habe, dann kann ich ja nicht eine dünnere Wolle nehmen, wo ich nach einer größeren Größe stricken könnte. Da könnte ich eigentlich nur auf die gleiche Maschenprobe kommen oder eben dann mit einer dickeren Wolle stricken, dass ich eine kleinere Größe stricken kann. Also so mache ich das auf jeden Fall. Man kann sich das natürlich komplett umrechnen. Das habe ich selber aber jetzt noch nie gemacht, aber es ist klar, dass man das kann. Der Aufwand ist dann halt größer. Und was ich zuerst gesagt habe mit diesen, dass ich quasi 4 Maschen pro 10 cm mehr habe, das kann man sich dann so kurz quasi überlegen. Das heißt, ich habe ja ungefähr 1 Meter rundherum, ein bisschen mehr, aber so ungefähr. Das heißt, dass ich ja 10 mal, weil es halt 10 mal 10 cm sind rundherum, muss ich 10 mal die 4 Maschen mehr haben. Also ich brauche ungefähr 40 Maschen mehr,
für rundherum als in der Anleitung für meine Größe angegeben sind. So kann man sich das so, nur so schnell ein bisschen umrechnen. Aber eigentlich braucht ihr das gar nicht dazu. Wird vielleicht sonst kompliziert. Oh! Ja, also ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen weiterhelfen konnte beim Ausrechnen der richtigen Größe. Und das ist ja jetzt nicht nur für diesen Pulli so, sondern allgemein. Und denkt daran, es ist wirklich wichtig, das finde ich das Allerwichtigste, dass man immer wieder anprobiert. Das ist ein ganz kleiner Aufwand, während des Stricken anzuprobieren. Und das ist ja genau der Vorteil, wenn man von oben nach unten strickt, dass man das dann kann. Und wenn man das macht, kann man immer irgendwo ein paar mehr Zunahmen machen oder weniger. Man ist einfach in der Lage, sich das so anzupassen, dass man schlussendlich ein passendes Strickstück erhält. Ja, das so meine Worte jetzt so allgemein zu Maschenprobe und Anleitungen und so weiter. Ja, also, dann würde ich sagen, ich freue mich auf den Anstrick. Ob ich am Mittwoch wirklich anstricken kann, weiß ich nicht. Eher nicht, weil ich da nämlich arbeite den ganzen Tag und dann auch noch bis 19 Uhr abends. Also eher beginne ich vielleicht dann erst am Freitag. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Und wenn man so einen neuen Pulli anfängt, dann muss man ja am Anfang immer so ein bisschen überlegen. Man kann nicht einfach nur so aufs Sofa hängen und losstricken. Und dann am Abend nach der Arbeit ist das für mich eher unwahrscheinlich, dass ich sowas anfange, wo ich dann eben noch mein Hirn dafür gebrauchen muss. Ja, aber das spielt ja auch keine Rolle, ob man jetzt genau am Mittwoch beginnt oder eben nicht. So, also, dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute, strickt schön und ja, einfach eine gute Zeit. Und ich freue mich jetzt aufs Telefon mit meiner kleinen Tochter. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!